Hallo zusammen, ein neues Video von mir, und zwar gibt es heute das angekündigte Liquid Lipstick Video. Ich habe mir das jetzt ein bisschen anders vorgenommen. Ich möchte euch diese Liquid Lipsticks einfach nur in der Reihenfolge zeigen, also von dem Platz, vom letzten Platz zum ersten Platz zeigen. Denn ich hatte mir erst eine Liste gemacht und hatte mir alle Vor- und Nachteile so aufgeschrieben und hatte das Video dann auch abgedreht, und das war so lang, weil ich überhaupt nicht auf den Punkt gekommen bin, dass ich mir dachte, nee, also nee, mache ich lieber anders. Vorneweg möchte ich sagen, wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich kein Freund von zum Beispiel Lipglossen bin, weil ich einfach die Handhabung eines Lipglosses, nämlich mit dieser Tube und einem Pinselchen oder einem Applikator, nicht unbedingt mag. Warum ich mich trotzdem entschieden habe, diese Liquid Lipsticks zu testen, liegt einfach daran, dass diese natürlich versprechen, extrem lange auf den Lippen zu halten und vielleicht sogar den ganzen Tag zu überstehen. Und das ist natürlich dann super, wenn sie auch nicht so klebrig sind, natürlich wie Lipglosse zum Beispiel. Zum anderen sind diese, die ich mir jetzt ausgesucht habe, eben auch alle matt, und ich stehe im Moment total auf matte Lippen, das wisst ihr. Und deswegen wollte ich eben einige Liquid Lipsticks ausprobieren. Ich habe jetzt Liquid Lipsticks von 8 verschiedenen Firmen hier. Ihr werdet feststellen am Ende des Videos tatsächlich, dass nicht der Lippenstift oder der Liquid Lipstick auf dem ersten Platz ist, der am feuchtigkeitsspendendsten ist, sondern der am längsten hält auf meinen Lippen und dabei am schönsten aussieht. Und damit das Video nicht so lang wird, fange ich jetzt an mit dem 8. Platz. Und dieser geht tatsächlich, wie nicht anders erwartet, an diesen Liquid Lipstick von Colourpop. Das ist ein Ultra Matt Lip in der Farbe Trap. Ganz ehrlich, die Farbe ist wunderschön. Dieser hat einen relativ kleinen Applikator, und ich finde auch, der Auftrag mit diesem Applikator funktioniert ganz, ganz hervorragend. Es ist eine wunderschöne Farbe, das ist so ein ganz moviger Ton, und die Konsistenz von diesem ist tatsächlich so, wie man sie sich vorstellt, sage ich einfach mal. Also sie ist nicht super dick, sie ist aber auch nicht super flüssig. Dieser Liquid Lipstick trocknet auf den Lippen komplett trocken und komplett matt. Und das Schlimme an diesem Liquid Lipstick, warum er den letzten Platz bei mir belegt, ist tatsächlich, dass er super trocken ist. Das wissen wir ja mittlerweile schon alle. Das hat man schon oft genug gehört, dass diese eher auf der trockenen Seite sind. Was ich aber ganz, ganz furchtbar an diesem Liquid Lipstick finde tatsächlich, ist, dass er so trocken ist, dass sich die Lippen richtig zusammenziehen und die Lippe einfach unheimlich hässlich trocken aussieht. Ganz, ganz furchtbar von der Optik einfach auf den Lippen. Ich habe es auch mit Lippenpflege probiert, allerdings, wenn man eine Lippenpflege darunter hat, eine ölige natürlich, dann hält auch der Lippenstift einfach nicht mehr so gut auf den Lippen, das ist klar. Er verträgt relativ gut Essen und Trinken, hält dabei relativ gut, und bei diesem habe ich allerdings das Problem, wenn er verschwindet, sieht man halt so einen Rand im Inneren der Lippe so. Von allen Liquid Lipsticks, die ich jetzt ausprobiert habe, ist das auf jeden Fall mit Abstand der trockenste und der hässlichste tatsächlich auf den Lippen. Mache ich weiter mit Platz Nummer 7. Und das fällt mir eigentlich schon ein bisschen schwer, weil ich die Dinger eigentlich ganz gerne mag. Und Platz 7 ja jetzt nicht unbedingt so der Hit ist. Und zwar sind das die NYX Lingerie Liquid Lipsticks. Das waren ja auch die ersten, die ich ausprobiert habe. Ich habe jetzt hier noch diese drei wunderschönen Farben. Was ich super, super toll finde an der Lingerie-Reihe, ist zum einen tatsächlich die Farbauswahl. Ich finde, da ist für jeden eine Farbe dabei. Ich finde, alle Farben sehen toll aus. Die Textur ist eher mousseartig, und diese haben einen relativ langen Applikator, der ein bisschen ja, weicher ist, und der könnte meiner Meinung nach etwas spitzer vorne sein, dann könnte man das Ganze noch ein bisschen besser auftragen. Trotz alledem funktioniert das sehr, sehr, sehr gut. Ich mag die Textur dieser Liquid Lipsticks sehr, sehr gerne. Was ein großer Nachteil ist, ist, dass sie halt bei manchen Farben das Problem haben, dass sie beim ersten Auftrag halt nicht super deckend sind, sondern so ein bisschen streifig. Da muss man dann halt nochmal eine ganz, ganz dünne Schicht drüber geben. Was ich aber super finde, sie brauchen
etwas länger, bis sie wirklich trocken sind. Das heißt, ihr habt noch genügend Zeit, das Ganze mit einem Q-Tip auszubessern oder wenn ihr euch mal vermalt habt oder so. Also die verzeihen einiges, wie ich finde. Das war jetzt die Farbe Embellishment, eine wunderschöne Farbe, finde ich ganz, ganz toll. Habe ich schon wirklich häufig getragen. Dann die Farbe Bedtime Flirt, das ist auch so ein sehr gehypter Ton, weil es so eine Your Lips But Better Farbe sein soll. Finde ich jetzt nicht ganz hundertprozentig, der ist mir tatsächlich ein bisschen zu hell für eine Your Lips But Better Farbe. Geht auch leicht eher ins Peachige, ist aber eine wunderschöne Alltagsfarbe, definitiv. Und die Farbe Honeymoon, und diese ist zum Beispiel. Ja, bei dieser Farbe sieht man das eben extrem mit dieser Streifigkeit, sage ich mal, mit dem Auftrageproblem. Da sieht man eben schon, dass der wirklich streifig ist und man müsste den halt wirklich zweimal dünn auftragen. Ich muss wirklich sagen, ich finde die nicht super schlecht. Sie sind schon eher auf der trockenen Seite und sie machen jetzt auch nicht wirklich die schönste Lippe und sie halten auch nicht den ganzen Tag. Wenn ihr was esst, wenn ihr was trinkt, wo natürlich ein bisschen Fett vielleicht drin ist, dann verschwinden die eben auch schon. Die halten aber bestimmt, ja, 4, 5 Stunden halten die mit Sicherheit. Wenn ihr halt Kaffee trinkt oder so, wo auch Milch mit drin ist, das heißt auch ein bisschen Fett, dann fangen die halt an zu verschwinden. Was ich positiv an denen finde, ist, wie sie verschwinden. Weil sie wirklich nicht hässlich verschwinden. Sie verschwinden relativ gleichmäßig. Ihr habt halt nicht so einen hässlichen Rand oder so. Sie sind eher auf der trockeneren Seite. Also wenn ihr zu trockenen Lippen neigt oder generell das Gefühl von trockenen Lippen nicht mögt, dann sind die generell Liquid Lipsticks nichts für euch. Also man muss damit schon ganz gut umgehen können. Von daher, ich finde die nicht schlecht und werde die auch im Alltag tragen. Aber es sind nicht die besten einfach, sagen wir mal so. Platz Nummer 6 geht dann an die NYX Liquid Sweet Lippenstifte. Bei diesen muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde die auf jeden Fall besser als die Lingerie-Reihe, was einfach an dem Tragegefühl liegt. Also die Lingerie-Reihe ist eben mehr so diese mousseartige Textur, ein bisschen festere Textur. Die Liquid Suedes sind sehr, sehr flüssig von der Textur, lassen sich super schön auftragen in einem Auftrag. Ganz, ganz toll. Gehören auf jeden Fall auch im Laufe des Tages zu den trockeneren Liquid Lipsticks, lassen sich aber wirklich gut tragen. Bei diesen habe ich leider das Problem der Farbauswahl. Also ich finde auch nur diese beiden Farben, die ich hier jetzt habe, sind die tragbarsten. Und zwar die Farbe Sandstorm und die Farbe Soft Spoken. Beide Farben mag ich sehr, sehr gerne für den Alltag. Auf jeden Fall tolle Farben. Diese haben natürlich auch das Problem. Erstmal der Applikator ist ähnlich wie bei den Lingeries auch etwas länger. Diese sind wie gesagt flüssiger und leichter von der Textur. Auch da habt ihr ein bisschen Zeit, das Ganze auszubessern, wenn es denn sein muss. Ich finde die wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen, tatsächlich, also für Liquid Lipsticks. Was mir an diesen als Negativpunkt aufgefallen ist, ist eben auch, dass sie nicht sonderlich lange halten, wenn ihr halt wirklich esst und trinkt. Ich beziehe das immer sehr gerne aufs Trinken, weil ich halt über den Tag hinweg sehr oft mal so einen Milchkaffee trinke. Und Milch ist natürlich auch Fett und löst natürlich auch so ein bisschen diese Lippenstifte. Und mein Problem bei diesen Lippenstiften ist tatsächlich, dass ich finde, dass sie krümeln. Die fühlen sich irgendwann ganz rau an auf der Haut. Wenn ich 2, 3 Kaffee getrunken habe, dann habe ich das Gefühl, ich habe so ganz, ganz viele kleine Krümel. Wenn man dann in den Spiegel guckt, dann sieht man das nicht unbedingt. Wenn man natürlich richtig nah rangeht und dann genau hinguckt, dann hat man auch im Inneren so einen ganz, ganz leichten Rand. Und das ist halt mein kleiner Minuspunkt an diesen. Aber auch die finde ich gut und werde sie auch weiterhin tragen. Also für mich keine schlechten Liquid Lipsticks, aber eben auch nicht die langanhaltendsten und auch nicht die feuchtigkeitsspendendsten, sagen wir mal so. Gehören schon eher zur trockenen Seite, aber es geht. Also ich kann damit durchaus leben. Kommen wir zu Platz 5 und das ist dieser hier und das ist ein Anastasia Beverly Hills Liquid Lipstick in der Farbe Dusty Rose. Dieser ist natürlich etwas teurer schon, geht schon in die teurere Richtung, hat ein etwas kleineren Applikator, leicht abgeschrägt und
eine wunderschöne Farbe. In einem Auftrag auf jeden Fall deckend und sehr, sehr schön und kräftig. Gefällt mir farblich auch auf jeden Fall richtig gut. Bei diesem habe ich leider auch das Problem, dass der bei mir krümelt nach einiger Zeit. Das ist etwas, was ich gar nicht mag. Und das erinnert mich immer an diese Liquid Lipsticks, die es schon seit vielen, vielen Jahren in der Drogerie gibt. Zum Beispiel, es gibt ja von L'Oreal oder auch von Maybelline diese flüssigen Liquid Lipsticks, die man eben aufträgt und danach dann noch eine Pflege drüber gibt. Die gibt es ja schon länger. Und bei einigen dieser Liquid Lipsticks hatte ich halt immer das Problem, dass nach einiger Zeit die Farbe so abkrümelt. Das habe ich bei diesem eben auch nach einiger Zeit. Ich finde auch dieser ist eher auf der trockeneren Seite, also man spürt ihn, dass man ihn auf den Lippen hat. Er hält allerdings länger als jetzt zum Beispiel die NYX Liquid Lipsticks. Also definitiv hält dieser länger, aber wenn er dann eben langsam verschwindet, dann hat man halt diese Krümelchen auf den Lippen. So ein gutes Mittelding, sage ich mal. Kommen wir zu Platz 4. Da wird es jetzt natürlich schon ein bisschen schwieriger. Und da kommt jetzt einer auf Platz 4, da werden sich vielleicht einige drüber wundern, dass der nur auf Platz 4 bei mir ist. Und zwar von Sebalm, der Meet Matte Hue in der Farbe Charming. Das ist dieser hier. Ich habe jetzt auch nur noch diese Farbe, beziehungsweise ich habe noch die Farbe Committed, die ich aber verkaufen möchte, weil es halt einfach nicht meine Farbe ist. Diese Liquid Lipsticks von Sebalm, erstmal das ist der Applikator. Und die Farbe ist wunderschön. Und was ich an denen total gerne mag, ist der Geruch und der Geschmack. Diese riechen original nach After Eight. Also so ein bisschen minzig, schokoladig. Mag ich total gerne. Dieser braucht sehr, sehr lange, bis er trocknet. Eine wunderschöne Farbe, wie ich finde. Auf jeden Fall. Dieser ist wirklich Feuchtigkeit spendend. Ihr habt schon das Gefühl, dass ihr was auf den Lippen habt. Dieser hat auch, ich will nicht sagen eine mußige Textur, aber schon sehr, sehr cremig dicklich, sage ich mal. Lässt sich gut in einer Schicht auftragen, das ist alles wunderbar. Gibt Feuchtigkeit über den Tag, ist also vom Tragegefühl einer der angenehmsten tatsächlich, weil er, man hat das Gefühl, der trocknet überhaupt nicht ganz trocken. Was zum Beispiel bedeutet, er gibt viel Produkt am Anfang ab. Wenn ihr dann zum Beispiel was trinkt, ein Glas, ein Becher benutzt, dann habt ihr wirklich Abdrücke, weil er sehr, sehr viel Produkt am Anfang abgibt. Nach so ein, zwei Stunden habt ihr das Problem nicht mehr, weil dann habt ihr natürlich den größten Teil schon abgetragen und habt dann immer noch die Farbe auf den Lippen. Trotz alledem, ich habe bei diesem immer das Gefühl, dass der nicht ganz trocknet. Also immer so ein leicht feuchtes Gefühl auf den Lippen. Was ich an dem aber sehr, sehr schön finde, wenn er verschwindet, verschwindet er schön. Was ich halt nicht so schön finde, ist am Anfang, dass er halt so unheimlich viel Produkt abgibt. Das ist für mich so ein kleiner Minuspunkt an diesen. Ansonsten, schönes Tragegefühl, wenn ihr euch wirklich an Liquid Lipsticks ranwagen wollt, euch aber nicht sicher seid, ob diese Textur was für euch ist, dann würde ich euch diese tatsächlich empfehlen, weil die angenehm sind zum Tragen. Ich muss ganz ehrlich allerdings sagen, dass die Farbwahl nicht ganz so toll für mich ist. Ich hatte ja, wie gesagt, auch noch andere Farben, von denen ich mich trenne, weil ich die einfach nicht so schön finde an mir. Ansonsten, wie gesagt, der Geschmack, der Geruch ist toll. Bei diesen muss man wirklich aufpassen. Ich würde euch empfehlen, diese auf jeden Fall stehen zu lagern, weil es euch sonst passieren kann, dass das ganze Produkt oben rausquillt. Ansonsten, der ist auf jeden Fall schon schön. Platz Nummer 3. Und das ist wirklich schwierig, weil ich finde eigentlich Platz Nummer 3 und Platz Nummer 2, ja, ich würde fast sagen, es gibt gar keinen dritten Platz, sondern es gibt zwei zweite Plätze. So würde ich das eher bezeichnen, weil beide haben ihre Vorzüge und ja, zum einen auf jeden Fall von Lime Crime, die Farbe Faded. Gott, ich liebe diese Farbe. Die Farbe Faded ist wirklich wunderschön. Ein ganz, ganz toller Ton. Ein super toller Applikator. Eine ganz, ganz tolle Konsistenz. Dieser Liquid Lipstick ist wirklich wie ein Hauch von nichts auf den Lippen. Der ist so flüssig von der Textur. Und man kann den extrem dünn auftragen in einer Schicht. Ist er deckend. Er sieht wunderschön aus auf den Lippen. Macht eine ganz, ganz schöne Lippe und ist super angenehm zu tragen. Man hat wirklich das Gefühl,
man hat überhaupt nichts auf den Lippen. Und er hält unglaublich gut. Natürlich gilt es auch da, wenn ihr wirklich jetzt eine fettige Pizza esst, dann werdet ihr den auch los, aber nicht so schlimm wie die obere Reihe, sage ich mal. Also der hält wirklich schon sehr, sehr gut auf den Lippen. Der ist im Laufe der Zeit, trocknet er die Lippen schon ein bisschen aus. Wie gesagt, aber das tun sie alle irgendwie. Trotz alledem ist der extrem angenehm auf den Lippen, super angenehm zu tragen, super angenehm zum Auftragen. Bei diesen ist natürlich die Farbwahl immer ein bisschen schwierig. Online ist es einfach schwierig, sich für die richtige Farbe zu entscheiden. Ich bin froh, dass ich mich für diese Farbe entschieden habe. Ich finde den wirklich toll und auch sein Geld wert, definitiv. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der sich relativ schnell verbraucht, habe ich das Gefühl. Also ich habe, wenn ich den stehen habe, dann habe ich hier schon irgendwo einen Strich. Also der scheint sich wirklich relativ schnell aufzubrauchen. Und dieser geht an dieses Schätzchen hier, und zwar von Gérard Cosmetics, die Farbe Mile High. Für mich ein absoluter Glücksgriff, was die Farbe angeht. Ich habe mich da wirklich instinktiv für die richtige Farbe entschieden und freue mich da abgöttisch drüber. Auch dieser hat so einen kleinen kurzen Applikator. Auch dieser lässt sich super gut auftragen. Dieser hat so einen leichten karamelligen Duft. Sehr, sehr angenehm auf jeden Fall. So ein bisschen karamellig, süßlich. Mag ich auf jeden Fall gerne. Das ist dieser. Und der ist einfach wunderschön. Der ist einfach wunderschön. Erstmal ist es für mich die optimale Your Lips But Better Farbe. Das ist 1:1 meine Lippenfarbe. Von daher für mich natürlich für jeden Tag super, super klasse tragbar. Ich finde, dieses ist ein Liquid Lipstick, den man zwar merkt, der ist halt ein bisschen dicker von der Konsistenz, nicht so flüssig wie jetzt der von Lime Crime, was eben super leicht auf den Lippen ist, sodass ihr halt kaum was spürt. Dieser ist halt ein bisschen dicklicher und dadurch spürt man schon, dass man was auf den Lippen hat, aber nicht unangenehm. Ich finde den nicht besonders austrocknend, also der ist auf jeden Fall sehr angenehm tragbar, gefällt mir wirklich gut. Der hält sehr, sehr gut auf den Lippen. Diesen kann ich wirklich locker 7 Stunden tragen, wenn ich halt ein bisschen darauf achte, was ich esse und was ich trinke. Ohne, dass die Lippen super hässlich trocken aussehen. Also das ist halt ein sehr, sehr großer Pluspunkt bei diesen. Wie gesagt, die Farbe ist 1:1 der Hammer. Und von daher, wenn der verschwindet, bei mir sehe ich den dann halt nicht, weil meine normale Lippenfarbe ähnlich ist. Von daher verschwindet der sehr, sehr schön gleichmäßig. Und gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und dann kommen wir zu Platz 1. Und Platz 1 sind diese Liquid Lipsticks. Und ich kann es selber kaum glauben, aber es sind die LA Splash Velvet Matte Liquid Lipsticks. Von der Firma LA Splash gibt es verschiedene Varianten. Es gibt also auch normale matte Liquid Lipsticks, schwieriges Wort, die sich dann eben nicht Velvet Matte schimpfen, sondern halt nur Liquid Lipstick. Und ja, diese 4 sind auf jeden Fall meine ungeschlagene Nummer 1. Und dafür gibt es einen ganz entscheidenden Grund. Erstmal die Farben, wunderschön. Ich habe mich wirklich für ganz, ganz tolle Farben entschieden. Die 4, die ich habe, finde ich super, super klasse. Ich zeige euch mal die Farbe Romance und zeige euch hier erstmal den Applikator. Dieser ist etwas spitz zu laufen. Dadurch lassen die sich echt extrem gut auftragen. Die Farbe Romance ist so ein wunderschönes, gräuliches Braun mit einem ganz kleinen Touch Violett, würde ich sagen. Also so ein Mauve-Grau-Braun. Eine wunderschöne Farbe. Dann die Farbe Latte, die mag ich auch unheimlich gerne. Das ist eine super tolle Farbe für den Alltag. Ganz, 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 ganz toll. Mal gucken, wie die riechen, fällt mir dazu gerade ein. Die haben ganz leichten, süßlichen Geruch, aber ein bisschen künstlich auch. Also, aber nicht unangenehm. Also das auf keinen Fall. Das ist die Farbe Latte, eine ganz, ganz tolle Alltagsfarbe. Die Farbe Seductress. Ein wunderschöner, kräftiger, bäriger Ton. Eine super, super schöne Farbe auch. Auch diese sind mit einem Auftrag komplett deckend. Und die Farbe Tiramisu, das ist ein etwas
dunklerer, bräunlicher Ton, der aber auch so einen ganz leichten Mauve-Einschlag hat. Wunderschön die Farben. Warum ist das meine Nummer 1? Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Liquid Lipsticks gehören auch zu den Liquid Lipsticks, die eher trocken sind. Also im Laufe der Zeit trocknen die Lippen schon aus. Und ihr merkt diese Liquid Lipsticks auch auf den Lippen. Was ich an diesen aber unglaublich gut finde und was mich überhaupt dazu bewegt hat, dass ich mir diese bestellt habe, liegt daran, dass ich gehört habe, dass diese Liquid Lipsticks so schwer abzukriegen sind, dass diese wirklich ungelogen, die halten den ganzen Tag. Die halten den ganzen Tag und die vertragen auch Kaffee. Die vertragen auch, wenn ihr mal irgendwas esst, was fettig ist. Ich hatte mir zum Beispiel irgendwann mal Nudeln gemacht, die ich dann so in Tomatenmark mit Buttermischung so geschwenkt habe. Habe ich gegessen und der Lippenstift war danach immer noch dran. Diese brauchen auf den Lippen 3 bis 5 Minuten, bis sie komplett trocken sind. Und das Tolle an diesen ist auch, dass sie komplett trocken sind. Das heißt, da ist nichts Klebriges mehr auf den Lippen am Anfang. Wenn ihr die Lippen so zusammendrückt, dass da irgendwas aneinander klebt. Das kann euch mit diesen nicht passieren. Die sind wirklich komplett trocken. Was aber an denen auch super toll ist, obwohl sie so trocken sind, haben sie halt diesen Velvet-Effekt auf den Lippen. Und dieser Effekt macht die Lippe einfach so schön gleichmäßig von der Optik. Obwohl diese Liquid Lipsticks eher zu den trockenen Liquid Lipsticks gehören in dieser Reihe, die ich jetzt habe, sind es für mich die unschlagbar besten, weil sie einfach super lange halten und dabei wunderschön auf den Lippen aussehen. Und das den ganzen Tag, ohne Scheiß, den ganzen Tag. Natürlich ist es auch im Laufe des Tages nach 6, 7 Stunden oder so, da seht ihr dann schon, dass in der Mitte verschwindet das schon leicht. Aber ihr seht trotzdem noch den Rest. Das ist unfassbar gut. Ich muss wirklich sagen, von denen bin ich absolut geflasht. Die kann ich euch echt nur empfehlen. Was ich noch sagen wollte, zum Beispiel bei dem Girard Liquid Lipstick, da habt ihr am Anfang ein ganz leichtes, klebriges Gefühl, wenn ihr eure Lippen so aneinander presst, dann kleben die aneinander. Aber so nach 2, 3 Stunden, wenn ihr irgendwas getrunken habt, gegessen habt, dann ist dieser Effekt auch weg. Dann habt ihr auch ein trockenes Gefühl. Und das war dann auch mein Ranking sozusagen. Ihr wisst jetzt meine Nummer 1 und ihr wisst auch meine Nummer 2 und nochmal 2. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst mir sehr gerne fleißig Kommentare da. Da würde ich mich wie immer sehr, sehr drüber freuen, von euch zu lesen. Und lasst mir auch sehr gerne ein Däumchen da. Auch darüber freue ich mich immer sehr. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Habt einen wundervollen Tag. Macht's gut. Tschüss.